Das lassen Narzissten niemals zu. Die Bindungsangst. Die Bindungsangst des Narzissten. Ja, nein, mal sehen. Vielleicht Vorteile, Nachteile, doch nicht der, die nächste bitte. Narzissten versachlichen alles im Leben, auch ihre Beziehungen. Was habe ich davon? Was bringt mir die Beziehung? Auf der einen Seite sind sie auf der Suche nach jemandem, der sie heilt. Auf der anderen Seite fürchten sie sich davor und möchten davonlaufen. Es sind extrem zerrissene, leere und in ihrer Persönlichkeit gestörte Menschen. Liebe kennen sie aus dem Fernsehen, echte Liebe spüren sie weder, noch können sie diese geben. Alleine schon aus diesem Sachverhalt heraus ergibt sich, dass eine erfüllende und emotionale Beziehung mit einem Narzissten unmöglich ist. Alles wird auf eine Frage reduziert. Welchen Gewinn kann ich aus der Beziehung mit X oder Y für mich schöpfen? Warum Narzissten Angst vor festen Bindungen haben und warum sie neben einem Mangel an Liebe und Empathie bindungsunfähig sind, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. In einer gesunden Beziehung werden die verflogenen Schmetterlinge im Bauch durch Vertrauen, Wertschätzung, Sicherheit und Mitgefühl ersetzt. All das aber hat ein Narzisst nicht, weder anderen Menschen noch seinem Partner gegenüber. Was sie bieten können, ist ein Verlangen nach Dominanz in der Beziehung, Kontrollsucht und eine gefakte Persönlichkeit, mit der sie ihre Partner über deren wahre Absichten, dem emotionalen Missbrauch nämlich, täuschen. Sie bringen Chaos in eine Beziehung und fordern unbedingte Anerkennung und Untergebenheit von ihren Partnern. Es sind Nehmer, die gleichzeitig nichts Gemeinsames, Förderliches für die Beziehungen geben oder einbringen. Weil wer einseitig immer nur auf Kosten eines anderen nimmt, ihn dabei mit Lügen, manipulativen Psychostrategien und falschen Versprechungen bei der Stange hält, der missbraucht den anderen, nicht mehr und nicht weniger. Um ihren Willen durchzusetzen und für den Erhalt ihrer narzisstischen Zufuhr, die sie zum Überleben brauchen, schrecken sie auch vor Erniedrigung und Gewalt nicht zurück. Keine der genannten Handlungen und Eigenschaften von Narzissten lässt sich mit Liebe vereinbaren. Keine. Und keine davon wäre geeignet, eine liebevolle Bindung oder Partnerschaft mit einem anderen Menschen einzugehen. Die Bindungsunfähigkeit eines Narzissten hat auch noch andere Gründe. Diese Menschen wurden in der Kindheit meist schwer verstoßen, gerade immer dann, wenn sie sich nach Nähe zu ihrer Bezugsperson sehnten. Sie erlebten also immer dann, wenn sie sich nach Nähe und Zuwendung sehnten, schroffe Ablehnung. Hiermit ging deren Urvertrauen verloren und fortan entwickelten sich hieraus oft Bindungsstörungen. Diese Menschen können sich also nicht auf andere mehr einlassen, aus Angst wieder verstoßen zu werden. Meine narzisstische Ex-Partnerin erzählte mir einmal, sie habe Mauern aus Angst vor Verletzung um ihr Herz gebaut, die sie für niemanden mehr einreißen würde. Bei ihr ist genau das oben Genannte in der Kindheit geschehen. In einer Beziehung aber ist gegenseitiges Vertrauen ein Grundbaustein der Liebe, sich dem anderen zu öffnen und Mitgefühl zu zeigen, aber auch das Sich-Bewusstsein über eigene Defizite und das Teilen mit dem Partner gehört auch dazu. Ein Narzisst wird das weder tun noch zulassen. Zu sehr hat er Angst davor, sich mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen und Defiziten zu befassen. Er wird maximal an der Oberfläche kratzen und dann stattdessen lieber seinem Lebensabschnittsgefährten besagte Defizite unterstellen, Selbstreflexion, Fehlanzeige. Zwar können Narzissten nicht alleine sein, sie benötigen immer Zufuhrquellen und sei es über Social Media und Dating-Plattformen, andererseits fürchten sie jedoch enge Bindungen. Denn sie haben auch Angst davor, ihr Partner könne deren schwache Schwächen aufdecken und ihnen die Maske entreißen.
Somit kommt es zu einem inneren Widerspruch für Narzissten, ihr Nähe-Distanz-Problem. Auf der einen Seite suchen und brauchen sie den anderen, um ihre narzisstische Zufuhr zu erhalten. Auf der anderen Seite fürchten sie die Aufdeckung ihres wahren Ich. Für betroffene Beziehungspartner äußert sich das bei getrennten Haushalten so. Man trifft sich immer nur dann, wenn dem narzisstischen Partner danach ist. Wenn ihm nach Freiheit und Abenteuer ist und er eine neue Zufuhrquelle in Aussicht hat, dann wird man erstmal kaltgestellt. Auch das ist ein Ausnutzerverhalten. Er nutzt die bestehende Beziehung als Anker, um dorthin zurückzukehren, wenn es mit der Next doch nicht so funktioniert, wie er gedacht hat. Der Narzisst kontrolliert und bestimmt, wann man sich sieht und wann nicht. Gerne regelt er das auch über diese ständige On-Off-Phasen, in denen er regelmäßig andere Partner hat. Oft auch mehrere gleichzeitig. Er hat keine innere, echte Verbundenheit zu seinem Beziehungspartner. Genau das ist auch der Grund, weshalb Narzissten von heute auf morgen zur Next weiterziehen können, ohne einen wirklichen Grund zu haben oder auch nur ein Abschlussgespräch zu führen. Es hat nie etwas mit dem derzeitigen Partner zu tun, sondern immer nur, um die innere Leere des Narzissten zu füllen. Doch man sollte eines wissen, egal wie viel man gibt, für einen Narzissten wird es nie genug sein. Wie so ein Gefäß mit einem Loch unten drin, wo du oben reinschüttest und unten läuft es immer wieder raus. Ob er nicht ein schlechtes Gewissen hat, wenn er seinen Partner von heute auf morgen einfach so verlässt, werde ich im Coaching oft gefragt. Nein, Narzissten haben weder eine Gewissensschranke, die sie mit Selbstzweifeln aufgrund ihres Handelns belasten würde, noch verfügen sie über Mitgefühl anderen und dem Partner gegenüber. Sie gehen mit einem Mindset durchs Leben, das da lautet, egal was passiert, es ist nie meine Schuld. Doch im Gegensatz zum Narzissten haben deren Partner meist eine starke Bindungsneigung. Und das führt dann dazu, dass Narzissten dieses Wissen ausnutzen und regelrecht testen, wie weit sie ihr ekelhaftes Verhalten dem Partner gegenüber ausreizen können. So schlimm kann es nicht sein, denken sie nach dem Fremdgehen, denn sonst hätte er sie mich doch verlassen. Und nun beantworte dir gerne selbst die Frage, was hat all das Gesagte mit Liebe zu tun? Was mit emotionaler Bindung auf Augenhöhe? Was mit gegenseitigem Vertrauen? Wer auf die Beziehung mit einem Narzissten baut, der baut auf Sand. Das sollte man wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.